Hallo ihr Lieben, heute zu meinem siebten Heilungsgeschichtengespräch. Heute ist die liebe Serap da, die hat mit 16, 17 Jahren Bulimie bekommen. Hallo. Und wird uns heute aus ihrem Leben erzählen. Hallo liebe Serap, schön, dass du da bist. Hallo Jennifer, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ein bisschen Aufregung schwingt mit und ja, ich bin gespannt. Es wird schön. Ja, dann lass uns gleich mal einsteigen. Erzähl uns doch mal ein bisschen von der Serap vor der Bulimie, also mit 15 und früher. Wie war die Serap da? Was war die Serap für ein Mensch? Also ich habe türkische Wurzeln und ich bin sehr behütet aufgewachsen und bin so die erste von drei Geschwistern, also die Erstgeborene. Und als Mädchen sehr behütet, ich durfte nichts und ja, ich war so ein Bücherleser, also so ein Bücher, wie sagt man, Bücherwurm. Und habe mich so in diese Welt, quasi in meine Fantasiewelt, in die Bücher vertieft und ja, und ich hatte aber sehr viele Interessen. Ich habe schon sehr, als ich ganz klein war, angefangen zu singen. Und ich liebte so den Tanz. Ich liebte die Tanzfilme. Ich liebte auch, also sehr früh schon auch so Theaterstücke, so Komödien und so. Ja, und hatte auch dann sehr viele Interessen, aber ich durfte ganz wenig. So, und das war so, je älter ich dann wurde, umso mehr merkte ich, wie eingeengt ich war, denke ich mal. Also so im Nachhinein, das passiert ja als Jugendliche, Jugend, als Kind, ist das ja dann einfach so. Ich erzähle das jetzt auch nicht. Ich bin damit also ganz okay mittlerweile. Ich liebe meine Eltern, wir haben einen unendlich schönen Kontakt mittlerweile auch. Ja, aber das aus diesem Nichtstun quasi. Ich bin von der Schule nach Hause und dann habe ich gelesen und dann habe ich angefangen zu essen. Aus Langeweile, aus, weiß ich auch nicht. Das fing einfach an. Und Gewicht war immer ein Thema bei uns zu Hause. Also meine Mama war immer sehr mit Abnehmen beschäftigt, war auch immer eine Frau, die sehr unzufrieden war mit ihrem Körper. Nach drei ja, erstmal zwei Kindern. Das dritte war ja dann auch irgendwann da. Und ja, das war immer so auch das Thema zu Hause. Und ja, um mich zuzunehmen, habe ich dann angefangen, die Sachen, die ich gegessen habe, auch dann heimlich ja, wieder loszuwerden. So fing das an. Es ging dann eigentlich, ging das im Grunde gar nicht so lange. Das waren so 2 Jahre, wo ich das dann gemacht habe. Und ja, dazwischen, ich sag mal so bis zum 30. Lebensjahr, habe ich dann so das Typische gemacht. Ich war auch mal verheiratet, war aber auch geschieden in der Zeit nicht so lange. Und beruflich die Ausbildung, gearbeitet, ein Studium habe ich. Also ich war auch immer so auf der Suche nach meinem Herzensding. Und ja, so mit 30 habe ich dann meine erste Entgiftung gemacht. Und dann hatte ich wieder die Bulimie, weil das, ich habe mich so darauf fixiert abzunehmen. Ich hatte so zugenommen durch diese Jobgeschichten, durch die Unzufriedenheit. Also das sage ich jetzt so im Nachhinein. Währenddessen, ich habe ja einfach, ich war so unreflektiert. Ich war einfach eine junge Frau, die einfach leben wollte, Spaß haben wollte und aber mit vielem, was so im Außenschein nicht klarkam. Und ja, mir war immer sehr wichtig, halt immer eine gute Figur zu haben und das beeinflusste auch mein Wohlbefinden. Also das war abhängig von meinem Gewicht, dass ich mich auch gut fühle und schlank fühle. Und ja, und dann ging das mit dieser Entgiftung auch wieder los, dass ich diese Entgiftung 4 Wochen gemacht habe, fast 4 Wochen. Und dann mit einer Freundin, die ist Ernährungsberaterin und was meinst du mit Entgiftung? Was hast du da genau gemacht? Das war so ja, eine, ich weiß gar nicht, wie die Entgiftung heißt, aber das ist so auf Basisch, also komplett auf vieles verzichten. Ich musste essen, aber dann halt mittags und abends, so Trennkost. Kartoffeln waren erlaubt, keine Kohlenhydrate, kein Fleisch.
Also so richtig, so Basenfasten würde man jetzt sagen. Mhm. Basenfasten war das. Und also es war jetzt nicht so, dass ich nichts essen durfte oder sollte, aber das war schon die Süchte. Ich habe geraucht damals, dieser Zucker, ne, die Süßigkeiten, die man dann so isst. Also das war auch so meine erste Diät oder ja, erste Diät kann man sagen oder eine Entgiftung halt und kam ich sehr schwer klar drauf. Und ja, dann lebte diese Bulimie wieder auf. Ich habe das dann auch viele Jahre, die Bulimie, als Gewichtskontrolle genutzt. Ich habe nie aufgehört oder lange nicht aufgehört. Ich habe 25 Jahre geraucht, um nicht zuzunehmen. Habe ich gedacht, boah, wenn du jetzt aufhörst zu rauchen, nimmst du ganz viel zu. Also das war immer so ganz schlimm. Ich war so auf mein Äußeres, so ich habe mich sehr über mein Äußeres auch definiert und eine ganz unsichere Frau, sehr angepasst und immer ängstlich, was Falsches zu sagen oder nicht gut genug zu sein. Und die Bulimie, das wusste also ganz viele Jahre keiner, das habe ich erst jetzt hier mit meinem Business offen gemacht und also wirklich keiner aus der Familie nicht. Ich habe das auch immer dann, wenn es ganz extrem war, wo ich gedacht habe, oh, du hast so viel gegessen, nee, das machst du jetzt seit 3 Tagen jetzt, nee. Und dann habe ich das so als Gewichtskontrolle genutzt. Bis ich dann irgendwann, weil das passt nicht, ich erzähle das jetzt so in Kurzform, wie alt war ich da, mit 45, 46, bin heute 50, habe ich das noch gemacht und ich habe mich ja auch entwickelt in der Zeit, aber diese Bulimie war immer mein Begleiter, also das heißt, ich habe mich auf Ernährung konzentriert, ich liebe Lebensmittel, ich verzichte mehr und mehr auf Fleisch und dann habe ich so irgendwann gesagt, machst du da? Woanders verhungern sie oder kriegen nichts zu essen oder wenig und ich bin so dekadent und gehe immer wieder auf Toilette. So, dann habe ich gesagt, okay, du machst das nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Und das dann auch durchzustehen, also ich habe das durchgestanden auch und ja. Ja, und das ist ja wie so ein Zwang, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist wie ein Zwang, ne? Das ist dann so, dass auch so, sich so, also die Erlaubnis, jetzt hau rein, weil du kannst ja gleich auf Toilette gehen. Das war auch mit drin, ne? Dieses so, ja, jetzt iss erstmal, iss dich mal richtig satt und voll und mach mal. Weil ist nicht schlimm, kannst ja gleich wieder auf Toilette gehen. Also ich sage das so, aber das sind so kurze Gedanken immer, diese kleinen Erlaubnisse oder der Verstand, der einem sagt, ja, mach mal. Mhm. Kannst ja gleich wieder, ne? Weiß ja. Das läuft so schnell, das sind ja Entscheidungen. Wenn ich da nicht so richtig irgendwann gesagt hätte, das geht nicht, weil das geht einfach nicht. So viel essen und dann ist es wieder aus. Also es passt nicht mehr zu dem, wie ich bin und wie ich denke. Und auch mit dem Rauchen, das hatte ich ja auch aufgegeben. Und bin schon so ein Gesundheitsliebling. Also ich habe meine Motivation ist es auch, ganz lange fit zu bleiben. Und ich glaube da auch dran. Ich glaube auch an Selbstheilungskräfte, dass man die aktivieren kann und interessiere mich da sehr für. Ja. Du warst auch nicht beim Arzt oder in der Klinik oder so, ne? Nein. Es war jetzt nicht so extrem, weil ich weiß, dass manche das sehr extrem haben, dass sie sich schädigen, ne? Dass die Zähne oder auch die Speiseröhre, obwohl ich kenne das schon, dass ich dann so morgens den rauen Hals hatte, das kenne ich auch schon, aber ich bin da nicht zum Arzt, ich bin auch nicht so, nee, das war ja auch heimlich, ne? Das war heimlich und das war immer so, wenn ich dachte, mit der Waage zusammen. Also wenn ich merkte, oh nee, jetzt wird es zu viel, dann muss ich wieder kontrollieren. Also ich war da noch so, ja, normal will ich gar nicht das Wort nehmen, aber nee, das ging noch einigermaßen, ja. Und du hast ja auch jetzt gesagt, dass du dich in der Zeit auch weiterentwickelt hast, ne? Also was hast du denn da gemacht? Ähm,
Ja, zum einen ist es so ein bisschen die spirituelle Seite, aber das war eigentlich im Grunde auch immer so ein bisschen mit Vorsicht so. Das war mir immer ein bisschen suspekt und ich habe auch angefangen mal zu meditieren, aber da hatte ich so ein heftiges Erlebnis, dann habe ich das sein gelassen, weil ich das körperlich gespürt habe, die Energie und so, da war ich überfordert mit. Und dann zum anderen habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Und ja, ich lese ja sehr, sehr gerne und habe dann wirklich so angefangen, Bücher zu lesen und auch gemerkt, dass so ich bestimmte Bücher nicht gefunden haben, wenn ich so gestöbert habe in der Bücherei oder so, ohne jetzt bewusst zu suchen. Das passierte dann einfach so. Ja, die richtige Veränderung fing dann an, weil ich, als ich dann wirklich mein Leben ändern durfte, musste, das war so mit 43, 44. Also ich kam in die Wechseljahre und mit diesen Wechseljahren, also ich habe nicht nochmal geheiratet, ich muss nochmal zurückgehen. Ich habe nicht nochmal geheiratet. Für mich war Familie, Kinder kriegen nie an erster Stelle, weil ich wollte immer meinen Herzensberuf, meine Berufung finden und das machen, was mir Spaß macht. Und war mein ganzes Leben im Grunde auf der Suche, ohne wirklich, wie alle das so machen. Ne? Dann guckst du beim Arbeitsamt, was gibt es denn für Möglichkeiten? Wo verdient man denn Geld? Also so richtig mit dem Kopf bin ich da dran gegangen. Und ja, irgendwann kamen halt die Interessen dazu mit der Ernährung. Das war sehr interessant, weil ich auch mit dem Bauch Probleme hatte. Dass ich halt verzichtet habe. Und die Freundin, die ja Ernährungsberaterin war, so kam ich so in die Schiene und habe dann angefangen, mich da zu interessieren. Aber das ist immer so äußerlich. Die Veränderungen passierten, wenn ich mich geändert habe. Also ich hatte dann halt die Wechseljahre auf einmal und dann war so, wie jetzt? Jetzt auf jeden Fall keine Kinder. Gar nicht mehr, okay, da hatte ich echt dran zu knapseln. Und ja, und ich habe dann von jetzt auf gleich mein Leben so geändert, dass ich war wirklich jahrelang alleine, habe einen Partner dann gehabt und bin mit dem relativ schnell zusammengezogen. Ja, das hat mir unendlich viel Ruhe gebracht. Ich war einfach alleine. Ich habe so viele Jahre alleine für mich gebrasselt. Ich hatte natürlich meine Freundin, aber ja, das ist nicht zu vergleichen. Auch das Lesen von Büchern ist nicht zu vergleichen. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, ich brauche richtig Hilfe auch. Ne? Also die Partnerschaft brachte mir Ruhe, auch im Beruf dann. Also ich habe ganz viele Jahre gekellnert. Ich bin übrigens gelernte Bankkauffrau. Ich habe bei Rewe an der Fleischtheke gearbeitet. Also ich habe ganz viel schon gemacht. Ich habe auch schon mal Dolmetscher-Übersetzer studiert, so ein paar Semester. Ich erzähle das so in Kurzform, aber das ist so, immer auf der Suche, immer ja, nach meinem Herzensbusiness. Ich erzähle ein bisschen wirr, ne? Geht das? Nö, nee, Das alles gut. ist so ein bisschen meine Art. Ich springe immer so was mit. Wenn was unklar ist, stopp mich, Ja, frag mich alles bitte. gut. Oh mein Gott. Ja, weil das sind so viele Jahre und ja, diese Chronologie, wie es mir gerade einfällt. Ich mache jetzt einfach, ich erzähle weiter. Ja, dann kam Ruhe rein, auch im Job. Also ich habe trotzdem noch gekellnert, aber es war eine super schöne Stelle. Also super tolle Kolleginnen, auch der Chef und da kam so Ruhe langsam rein. Und auch mit der Beziehung, so dieses nicht alleine immer alles machen zu müssen. Also auch also ein Stück Sicherheit, was eine Beziehung auch gibt. Und ja, und so kam nach und nach, aber auch die Unzufriedenheit kam dann wieder, trotz der Ruhe, weil mein Herzensbusiness hatte ich noch nicht. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss und lernte durch Zufall, ich glaube nicht an Zufälle, aber dann meine Mentorin kennen. Und ja, mit der ging dann und ploppte dann alles so auf. Und ja, jetzt habe ich mein Herzensbusiness.
deine Mentorin? Ist das ein Coach oder was? Das ist eine Mentorin, die ist Coach, ja, die hat mich begleitet ein halbes Jahr und wir haben dann herausgefunden, also das ist so ein ganz tolles Mentoring-Programm, was ich jetzt selber auch anbiete, weil ich das so super finde, weil es ist so ganzheitlich und es geht so richtig von innen heraus, die ganzen Zustände, die man hat, die Glaubenssätze, also das ist so Prägungen, da wird hingeschaut, aber auch, das ist auch mit Leichtigkeit, du hast deine eigene Zeit, wo du die Veränderung, ja, wo du was umsetzen kannst und das, so eine sanfte Änderung ist da, so von innen heraus, so immer so Aha-Momente und dann zeigt sich das so im Außen, ich liebe das. Ich habe das gerade auch wieder so bei einer Teilnehmerin und die mich gestern anruft und sagt, ah super, das war so, ja, das sind so Aha-Momente, wo das Umgesetzte dann gefühlt wird auch. So darum geht es ja. Ne? Wir wissen alle so viel. Wir wissen, was gesund ist, was wenn ich abnehmen will. Oder ja, wir wissen, was gesund ist, was ich besser weglasse. Wir wissen, warum ich so bin, wissen wir auch meistens, ne, so Kindheit, da reflektieren wir alles schon. Das Problem ist immer die Umsetzung und das Problem ist, dass wir das klar alleine für uns entscheiden und auch machen dürfen, aber begleitet ist nochmal eine andere Geschichte, weil du bleibst am Ball, du wirst immer wieder reflektiert und auch immer wieder, weil wir sind Gewohnheitsmenschen, wir fallen immer wieder in unsere alten Muster zurück, immer wieder, es ist so, bis das mal endlich diese Spur, ich sage immer, da ist so eine Spur im Gehirn, bis die wieder neu gelegt ist, dauert es einen Moment. Und wenn man da nicht einen Menschen um sich hat, das muss jetzt kein Mentor sein, das kann irgendjemand sein, wir brauchen einfach diese Menschen um uns, die uns immer wieder zu den Spiegel vorhalten und sagen, hey, stopp, guck mal da, oder einfach so einen Blick wechseln. Ne? Entscheiden tun wir alle letztendlich selber. Hm. Ja. Und da fing meine Reise, Alter, im Grunde auch an. Und ich wusste sehr viel. Ich habe ja auch viel gelesen. Ich habe Seminare auch besucht, auch von Robert Betz oder von Kurt Tepperwein, die Sachen liebe ich, wenn es ums Bewusstsein geht. Byron Katie ist, das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja, das ist... Das ist mega und es ist so interessant, dass die Leute, die also auch mit denen ich jetzt schon so gesprochen habe, das ist immer so dasselbe, also dieselben Karen Beatty und ne, also dieselben Robert Betz, dieselben Schriftsteller und Psychologen. Der Robert Betz ist ja Psychologe, ne? Ja. Also das ist alles der ein ähnlicher Weg, den man gegangen ist, ne? Verrückt, ne? Das fängt irgendwo bei allen dann an. Ja, die sind aber auch super, die haben tolle Sachen. Und ich habe nur gemerkt, bei Katie zum Beispiel habe ich erst in meinem Mentoring-Programm so richtig für mich entdeckt. Das hatte ich ja ein, zwei Jahre vorher schon im Regal gehabt, habe das zur Hälfte nur gelesen. Also es ist ja auch immer so eine Zeit, dann kriegst du so Empfehlungen oder kaufst dir Bücher, aber da bist noch gar nicht so offen dafür. Du verstehst diese Dinge, aber du bist gar nicht offen. Und im Mentoring-Programm habe ich angefangen, bei Katie zu praktizieren und ich liebe es. Ich habe so meine Aha-Momente und das fast zwei Jahre später. Es ist mega. Mhm. Also ich kann das jedem empfehlen und immer das schriftlich zu machen, das ist auch so wichtig. Das habe ich auch immer unterschätzt, weil ich immer so lästig fand. Ich wollte das immer so abhaken, aber das ist der Verstand, der einen sagt, ach nee, lass es doch, mach da, guck mal, überleg mal, ne? Und dann versuchst du das so im Kopf zu sortieren, zu machen und so, aufschreiben, das ist wirklich, das kann ich echt nur jedem mitgeben, mach die Dinge schriftlich. Ja, das mit dem Lesen, das kenne ich auch. Dann liest man was und denkt, hä, das verstehe ich jetzt nicht. Und dann irgendwie in einem halben Jahr kommt das nochmal und dann denkst du, ach, jetzt habe ich es kapiert. Ich habe verstanden. Ja. Oder auch, ich finde auch, wenn man zu einem Seminar geht und dann, weil so im Alltag, finde ich, merkt man manchmal gar nicht, was man schon für Schritte gemacht hat. Ne? Und wenn man dann zu einem Seminar geht oder so und dann auf einmal merkt man, oh krass, hey, da ist doch schon einiges passiert. Ne?
Ja, vor allen Dingen auch ja, wenn du auf Menschen triffst, die vielleicht noch nicht da sind, wie du bist, ne? Und dann so in den Gesprächen und wenn du da was sagst oder ja, da merkst du auch manchmal, oh wow, ja, ich habe das, da war ich auch mal, also ich habe das, wow, ich habe das jetzt schon geschafft, ne? Wie ist das jetzt klar? Und ja, manchmal denkst du, es ist was klar und dann stehst du doch wieder da und hast das Thema auf einmal und was auch völlig in Ordnung ist und auch normal. Wie sagt Robert Betz immer, Gefühle, immer fühlen, fühlen, fühlen. So ein Bonbon, das ist also immer wieder lutschen. Also Gefühle wollen wie Bonbons gelutscht werden. Ja, schön. Und Ja. deine Mentorin, mit wie vielen Jahren hast du die gehabt? Vor wie vielen Jahren? Und das ist gar nicht so lange her, das war letztes Jahr. Ach, letztes Jahr. Jennifer, ja, das war letztes Ja, Jahr. okay. Letztes Jahr. Und weil ich gesagt habe, weil ich habe neben dem Kellnern, habe ich mich selbstständig gemacht im Network. Und dann kam noch eine zweite Firma zu meiner Network-Firma. Und dann habe ich während einer Veranstaltung von einer der Firmen, habe ich halt meine Mentorin kennengelernt, die auch in dieser Firma war, in dieser Network-Firma, aber die sich halt als Mentorin, als Coach, ja, da offen gezeigt hat. Und das fand ich so mega und das hat mich so angesprochen. Und ja, die hat dann so ein paar Sätze dazu erzählt, von sich erzählt. Und da, wo sie mich hatte, war das, was ist, wenn es ganz leicht geht? Ja, wir sind ja auch immer so, oh, das geht so schwer, das ist schwer, einen neuen Job zu finden, es ist schwer, überhaupt ganz was anderes zu machen, da Fuß zu fassen. Selbstständigkeit ist schwer und damit wirst du ja auch so oft konfrontiert. Und ich bin so jemand, ich war schon immer sehr mutig. Ich bin ja mit 30 von der Bank weg, wo alle gedacht haben, oh mein Gott, wieso verlässt du diesen tollen, sicheren Job, um zu kellnern? Aber ich wollte selbstständig werden in diesem Bereich. Ich wollte immer schon selbstständig werden. Und da musste ich ja mal reinschnuppern und ich liebte das mit den Menschen. Ne? Das war so, ich war in Bewegung und ja, der Spaßfaktor, die waren in ihrer Freizeit. Gut, das war halt anfangs immer sehr schön. Hinterher, so als Hauptjob ist das schon eine andere Nummer, aber ich will gar nicht über den Job jetzt reden. Dafür habe ich es ja auch ganz, ich habe es über 20 Jahre gemacht, also es war schon auch eine schöne Zeit, aber es war eine sehr anstrengende Zeit. Und für mich war dann auch, dass ich gesagt habe, so bis 60, bis zur Rente kannst du nicht kellnern. Und ich war auch müde. Also der Körper ist ja dann auch so müde vom Tragen, vom Stress. Und ja, jetzt bin ich abgeschweift. Wollte ich sagen. Ach so, meine Mentorin. Und die hat gesagt, was, wenn es leicht geht? Und es geht ganz leicht. Und mit diesem Leicht hatte sie mich. Ich liebe ja leicht. Ich hatte ja vorher schon mit dem Rauchen aufgehört, ganz leicht und ohne 15, 20 Kilo zuzunehmen. Und ja, das ist so meins, das Leichte. Ja, wie hast du das gemacht, dass das ganz leicht geht? Sagst du dir dann immer einfach nur, es geht leicht oder was machst du? Nein, nein, nein. Also zum einen mit dem Rauchen kann ich auch ganz offen sagen, weil da stehe ich auch zu, das ist das mit Alan Kerr, über das Buch, endlich Nichtraucher. Und da habe ich auch begriffen, das ist so, ich war ganz offen dafür, weil ich weiß, auch viele können damit nicht aufhören. Und ein bisschen ist das für mich unverständlich, weil wenn du ein bisschen offen bist, mal den Blick zu wechseln, mal ganz ehrlich, das ist auch immer so dieses, mal ganz ehrlich mit dir sein. Das sind so ein paar Punkte und ich habe das geliebt auch, man durfte nicht aufhören, während man das Buch liest. Und ich habe dieses Buch geliebt, weil ich liebe Lesen, ich liebte Rauchen und ich habe beides dann so genossen, ne, in der Zeit. Ja, und dieses Buch hat so ja, ist so ein Umdenken findet statt. Aber auch damit sich selbst ehrlich sein. Ne? Ja, zum Beispiel, möchtest du Beispiele haben? Ja, gern. Das ist interessant. Ja, zum Beispiel einfach, dass Rauchen schmeckt. Ne? Rauchst du?
Nee, ich habe aber auch mal geraucht. Ja, ne? Und da, also alle sagen, das habe ich da auch gesagt, ja, das schmeckt. Vor allem nach dem Essen, oh, lecker. Oder mit dem Alkohol, oh mein Gott. Ja, aber mal ganz, ganz ehrlich, wenn jeder mal richtig, richtig ehrlich ist, wie kann denn Rauchen schmecken? Ne? Also das ist ja, ja, das ist ja kein Geschmack. Ich weiß nicht, das ist so. Also da mal so eine Ehrlichkeit auch zutage zu bringen und auch, für mich war dann auch interessant. Ach so, ich hatte mein Aha-Erlebnis. Oh ja, das ist mit dem Rauchen total wichtig. Weil ich habe ja mehrmals aufgehört. In den ganzen 25 Jahren habe ich ja schon öfter versucht. Und dann bin ich ja mit meinem Partner zusammengezogen. Ich sage ja, wir sind relativ schnell zusammengezogen. Und er war auch Raucher. Und wir hatten uns vorgenommen, wir rauchen nicht in der Wohnung, sondern auf dem Balkon. Und wir hören auch irgendwann gemeinsam gerne auf. Okay, dann war der Zeitpunkt. Wir haben wirklich kein halbes Jahr da gewohnt, haben wir zusammen aufgehört. Und wie das dann so ist, man ist genervt, man fühlt sich nicht wohl, ne, diese Entzugserscheinung, keine Ahnung. Und ich habe dann, also wir waren beide, er ist so der ruhige Typ und ich war immer so genervt. Ne. Er war auch genervt, aber er war halt sehr, sehr kontrolliert, der war halt nicht so wie ich. Ich war dann immer so, und ich merkte, und dann habe ich so irgendwie auch gedacht, was hast du hier gemacht? Du bist mit jemandem zusammengezogen, so schnell. Und ich habe die ganze Beziehung, also mir ging es richtig schlecht. Mir ging es schlecht. Ich habe gedacht, ich habe den falschen Mann an der Seite. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, mit dem zusammenzuziehen. Oh, alles war furchtbar. Und ja, und dann sagte der auch irgendwann, komm, echt, lass uns einfach mal nochmal anfangen, andermal probieren aufzuhören. Ich sage, nee, ich will jetzt aufhören. Und naja, Ende vom Lied, ja, ich habe angefangen wieder zu rauchen. Und die Welt war wieder so schön, der Mann war so schön, so toll an meiner Seite, alles war perfekt. Und dann habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann wirklich von jetzt auf gleich, ich habe an dieser Zigarette gezogen, sagen wir eine Zigarettenlänge. Nach dieser Zigarette, ich war wieder total entspannt und das Leben war wieder schön, der Mann war toll, die Entscheidung war richtig. Dann habe ich gedacht, so. Das macht sie wirklich Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, weil das kann doch nicht wahr sein, Jennifer. Das musst du dir mal reinziehen. Da habe ich gedacht, boah, nee. Ich liebe Freiheit und das ist richtig Sklaverei hoch drei. Ja, du bist so dieses ständige, hast du noch genug Zigaretten da, immer dieses Kreisen um Zigaretten. Nee, und ja, und das deckt Alan Kerr in seinem Buch wunderbar aus. Ich habe das Buch zweimal gelesen, ich habe es mehrmals gelesen, aber zweimal damit aufgehört, weil ich so sicher war, das ist ja dann auch, du hörst so locker auf, du bist dir so sicher, du kannst gar nicht nochmal abhängig werden. Und dann habe ich eine geraucht, habe dann eine Woche nicht geraucht, auch denke ich, funktioniert doch und machst du noch mal so nach einer Woche, zwei und somit steigert sich das. Also lass die Finger davon. Ich bin nicht Raucher von Anfang an. Dieses Buch war immer ein Anker, das war immer bei mir. Aber es hat, ja, es war ein Anker. Es war trotzdem leicht. Ne? Es war leicht. Es war nicht so, dass ich schlecht gelaunt war. Es war nicht so, dass ich mich aufs Essen gestürzt habe. Ich brauchte auch sonst keine Pflaster, Hypnosen, Dampfdinger, nee. Da hattest du auch in der Zeit noch, hattest du noch, noch Bulimie oder? Ja, auch noch. Okay. Auch, ja, klar. Ja. Ja. Seit wann bist du Stimmt. bulimiefrei, kann man das sagen, oder rauchfrei? Seit wie viel? Also rauchfrei bin ich seit 6 Jahren jetzt, 2021, ja, 2015 habe ich aufgehört zu rauchen. Bulimie ist eine gute Frage. Das war später. Das war viel später. Oh. Also das Mentoring-Programm habe ich letztes Jahr im Februar angefangen. Also 2019 noch. 2019 hatte ich noch so hin und wieder mal. Ich bin dann mal essen gegangen, dann war mir das zu viel und oh, denke ich, Gewicht, ja, habe ich noch so bis Ende 2019 bestimmt noch kontrolliert.
Und wie hat sich, finde ich jetzt interessant, wie hat sich denn deine Einstellung zu deinem Körper jetzt verändert? Weil ich meine, du hast ja vorher, du hast ja gesagt, du warst immer auf die Waage konzentriert und ja, Ja, zunehmen. Wie sieht es jetzt aus? also ich habe gar keine Waage mehr. Und das fing mit meinem Weg zu mir an, also mit dem Mentoring-Programm quasi. Dieses Mentoring-Programm ist eine Reise zu dir selbst. Und das beinhaltet die Selbstliebe, Selbstvertrauen und Achtsamkeit und diese ganzen Sachen, die dazu führen, dass du bewusst und immer bewusster Schritt für Schritt zu dir kommst. Und ja, ich habe angefangen, mich mit anderen Augen zu sehen. Ich habe angefangen, mir Komplimente zu machen. Ich habe angefangen, meinen Bauch zu streicheln, überhaupt meinen Körper mal wirklich, ne, wann nimmt man sich denn meinen Arm oder gibt sich mal ein Küsschen? Ne? Oh, ich liebe dich, ne? Wer macht das? Du denkst, du bist Banane. Ja, ehrlich, das kriegst du ja auch nicht beigebracht. Wie schön wäre das, Kindern so auch beizubringen. Du hast einen ganz tollen Körper, der ist ja auch mega. Schon wieder Gänsehaut. Ja, damit fing das an, mit meiner Reise zu mir selbst. Und ich gestehe, es kommt immer noch hin und wieder so der Bauch. Und dann denke ich so, ja, der Bauch, der ist da. Und dann streiche ich den. Also ich habe nicht meine Traumfigur im Moment, aber es ist so. Was ist die Traumfigur? Ne? Was ist die Traumfigur? Weil das ist auch so eine Abhängigkeit, weil im Außen hast du BMI, so und so viel darfst du wiegen. Und das sind auch so Sachen, nee, ich will das nicht mehr, beziehungsweise ich erlaube es nicht mehr. Das Wollen ist ja immer so von sich wegdäuen, aber ich nehme das auch alles an, dass es das gibt. Das ist auch gut so, dass man Orientierung hat, was gut ist, was nicht gut ist, Kalorien. Aber die ganzen Diäten, ob du Kalorien zählst oder nicht und wie viel du wiegst, was normal ist, was nicht normal ist, das ist im Außen und das hat, sagt überhaupt nichts über dich aus, weil heute weiß ich, die Seele formt den Körper. Also kümmerst du dich um deine Seele oder die drückt sich ja auch aus über den Körper und ja, schau dir deinen Körper an, dann weißt du, wie es deiner Seele geht. Und ja, das sind so das darf man alles so mit einfließen lassen. Und ja, heute habe ich nicht meine Figur, die ich meine zu haben, aber ich fühle mich unendlich wohl. Viel wohler, als wenn ich schlanker war. Was nicht heißt, dass ich nicht doch dahin komme, aber ich kann ja auch wieder mal zunehmen. Also ich mache das ist so nebenbei, das ist so Nebensache mittlerweile. Und das, ja, das ist auch in meinem Mentoring-Programm, darum, es geht gar nicht ums Abnehmen. Mittlerweile geht es auch gar nicht mehr um die Figur, es geht einfach nur um die Selbstliebe. Und einfach nur ist auch untertrieben, weil es ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist die Selbstliebe. Und Essen wird zur Nebensache. Weil du weißt, was gesund ist, habe ich eben schon erwähnt, ne? Was du essen solltest und besser nicht, und dass du dich gut fühlst, lassen wir mal das Schlanke weg. Es geht ja auch darum, dass man sich fit fühlt und auch energiegeladen, ne? Und wenn du immer mehr darauf achtest, ja. Darfst du dich auch wohlfühlen? Und ich habe gerade einen Gedanken, weil viele auch im Berufsleben, ich kenne es ja auch von meinem stressigen Kellnerjob, dass wir ja keine 5 oder 10 Minuten hatten zum Essen zum Beispiel. Und ich hatte da immer sehr viel Stress, weil ich habe ja schon nicht viel gegessen, aber wenn ich dann nichts zu essen bekam, wurde ich richtig ungehalten und ich wurde auch nervös. Ich kenne sogar in den Jahren, also wo es Stellen gab, nee, gibt es jetzt nicht zu essen, kannst jetzt nicht essen. Da wurde mir verboten zu essen, da habe ich geweint, da habe ich vor Wut oder vor Machtlosigkeit, dieses, man ist ja dann auch so machtlos, das ist ein Grundbedürfnis, wie auch zur Toilette gehen, Entschuldigung, da verbietet einer einem das Essen, weil gerade keine Zeit dafür war. Und dann habe ich so Wege gefunden für mich, aber erst viel später.
weil ich habe dann gegessen und dann isst du ganz schnell und kaust nicht richtig und das war wie so ein Klotz im Magen, das Essen. Also habe ich angefangen, aber ganz viel später erst. Also das fing an, als ich bewusster wurde. Ich habe dann so auf mich geachtet. Was will mein Körper jetzt? Was brauche ich? Wie kann ich das jetzt vereinbaren? Ne? Nicht, worauf habe ich Hunger, sondern wie kann ich das Bestmögliche, klar auch, worauf habe ich Hunger, aber auch so das Bestmögliche im Stress. Also habe ich mein Essen getrunken. Ich habe mir dann so Shakes gemacht, wo eine Banane drin war, aber konnte ich auch nicht immer trinken. Dann habe ich Nüsse gegessen zwischendurch. Ne, so eine Handvoll Nüsse, gesalzene, dann war ich auch wieder so gepowert, gerade im Sommer, wenn du schwitzt. Ja, so Sachen, so habe ich das immer so für mich rausgekriegt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist es. Auf den Körper hören, dieses Intuitive, für sich rausfinden, weil du magst was anderes als ich und oder verträgst andere Sachen als ich und da kann ich eine Pyramide hinstellen und so, das ist es jetzt bitte schön für alle. Nein. Nein. Ja. Schön. Du hast ja eben gerade noch gesagt, dass du deine, dass dir Gedanken manchmal noch kommen, ne? An irgendwie an Brechen, oder? Dass das manchmal noch so irgendwie oder an deinem Bauch. Nein, nicht an Brechen nicht mehr, aber so, dass ich denke, oh Gott, du musst aufpassen, jetzt hast du ein bisschen zu viel Chips gegessen oder so. Und wie gehst du mit diesen Gedanken um jetzt? Ja. Also früher hast du wahrscheinlich das geglaubt und hast dann. Ja, hast du es halt geglaubt? Ja, wie ist es heute jetzt? Sage ich mir, ich erlaube es mir. Ich erlaube es mir. Ich nehme nicht zu, weil ich heute ein paar Chips mehr gegessen habe. Und wenn ich morgen nochmal ein paar Chips mehr esse, werde ich davon auch nicht 10 Kilo schwerer. Und ich erlaube es mir. Und da kommt eine Entspannung rein. Und es ist nicht mehr diese Wichtigkeit. Also dieses Verbieten ist nicht mehr. Und ich esse bewusst, ne? Also ich esse wirklich bewusst dann. Und ich esse dann auch so, dass ich mir das da hinstelle und nicht nebenbei mache, also nicht beim Fernsehen gucken oder so. Weil das habe ich auch rausgefunden, dass wenn ich denke, oh, du könntest mal einen schönen Film gucken, dann habe ich auf einmal so ein Bild von der Chips-Tüte. Das ist so, ich liebe Chips. Also wir reden jetzt über Chips, weil ich liebe Chips. Und dann habe ich gedacht, so, aha, interessant. Ich denke an einen schönen Film und habe direkt so ein Bild von der Chips-Tüte. Also dieses gemütlich sich hinsetzen vor dem Fernseher mit den Chips. Oh nee, habe ich gedacht. Liebes Gehirnchen, lieber Verstand, nicht mit mir. Bitte nicht. Ich achte sehr auf die Gedanken, auf die Bilder, die kommen. Ich bin auch ein visueller Typ. Also du kommst da immer mehr hin, dass du auch denkst, interessant. Ja, also gibt es keine Chips mehr, während ich einen Film gucke, sondern davor oder danach und dass ich das wirklich bewusst mir gönne. So, das sind so kleine Tricks, aber jetzt ohne mir das zu verbieten. Wenn ich ganz große Lust habe beim Film gucken, dann mache ich das natürlich auch. Also gibt es keine Regeln mehr. Nee. Keine Regeln. Und letztendlich, für mich ist auch das Problem ist nicht die Ernährung, das Problem ist nicht die Figur, das Problem ist, dass wir nicht weiter hören, was denn wirklich das Problem ist. Was sagt die Seele denn? Was will denn unser Herz? Ne? Habe ich denn eine schöne Beziehung? Bin ich glücklich in meiner Beziehung? Wie geht es mir in meinem Beruf? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meinen Beziehungen generell um? Wie ist das Verhältnis zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern? Wie geht es mir? Wie geht es mir? Was will ich denn wirklich? Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Das sind so die Themen. Und jeder hat so seinen Bereich. Der eine krapselt mit Beziehungen rum oder mit dem Job oder mit beidem oder. Also wir sind so facettenreich und es macht unendlich Spaß, da mal reinzuschauen und zu gucken, wie die Ernährung immer weiter so zur Nebensache wird und sich quasi von alleine auflöst. Es gibt so ein paar Tricks, die man beachtet und wie richtig kauen, das wird total unterschätzt. Wenn du richtig kaust, kau mal das so flüssig, du schaffst das gar nicht, das Essen, dass du so einen Riesenteller bewusst mal flüssig kauen und dann erst schlucken, du bist satt bei der Hälfte.
Ja, das machen, glaube ich, die wenigsten, ne? Ja, wir sind immer auf schnell, schnell und viele essen auch nebenbei. Und dann lieber gar nichts essen. Ich habe irgendwann aufgehört, nebenbei zu essen. Ich esse dann lieber gar nicht. Also klar mal, oder so wirklich leichte Sachen, eine Banane oder ein Apfel, was auch leicht verdaulich ist. Aber auch da dürfen wir das flüssig kauen, schlucken. Und hast du noch so zwei Tricks? Also das Flüssigkauen, das ist eigentlich das A und O. Und dann, ich liebe auch, das erzähle ich übrigens auch in meinem Workshop dann, ich werde über Ernährungsyoga sprechen, das liebe ich. Das ist so eine, verbunden mit Spirituellem, also mit dem Feinstofflichen. Aber da erzähle ich dann im Workshop-Level, aber nur ganz kurz aus dem Bereich, auch dankbar zu sein für das, was, also bei der Zubereitung und während des Essens, still zu essen, wirklich bewusst und auch dankbar, und atmen. Atmen ist der Schlüssel. Atmen ist wie so ein ja, die Luft, das ist wie so, ich kann ein Beispiel nennen, wenn du Feuer entfachen willst, dann pustest du ja, ne? Das ist so, das brennt ja dann, ne? Und das ist so der Körper, der verbrennt dann auch mit dem Atmen. Also so aus dem Ernährungsyoga ist das jetzt. Dass du wirklich innehältst, während du isst, immer so richtig tief, richtig in den Bauch reinatmest. Und mach richtig wieder so in hier und jetzt, also quasi dich ins Hier und Jetzt holst. Das ist so mega wichtig. Und dann, ja, isst, wenn du Hunger hast. Also isst wirklich nur, wenn du Hunger hast. Und nicht mal gerade, oh, es ist 1 Uhr. Ne? Wir sind alle so auf Zeit und abends 19 Uhr oder mittags 10 Uhr in Deutschland. So, nein, isst, wenn du Hunger hast, und hör auf, wenn du satt bist. Ne? Wirklich. Egal, ob der Teller, ob da jetzt was übrig bleibt, oder stoppe, wenn du satt bist. Das ist ein ganz toller Tipp, weil das entspannt auch, weil du kannst, wenn du in einer Stunde wieder Hunger hast, iss. Aber hör auch auf, wenn genug ist. Ne? Das kann dann eine Scheibe Brot sein, die dir dann reicht, oder eine halbe Scheibe, oder einfach doch wieder nur eine Banane, oder vielleicht ein Keks zum Tee. Was auch immer, aber nicht dieses Übermaß, ne? Ja, dieses, vor allem wenn du dir erlaubst, in der Stunde doch wieder was zu essen, ne? Klar, du achtest schon darauf, was du isst, aber mal was zu essen, was nicht so gut ist, ist auch in Ordnung. Also dieses sich erlauben. Obst kannst du, morgens kannst du Obst essen, so oft du willst. Ich weiß ja, wenn man einen Apfel isst, das ist so, als wenn das den Magen aufräumt, da geht der Hunger erstmal richtig los. Kennst du das? Ja, ne? So ein Aufräumer ist das so. Ja, dann isst er halt noch eine halbe Stunde nochmal was. Ja, da gibt es ja so viele Ernährungsphilosophien. Ne? Der eine sagt so, der andere sagt so, da darf auch jeder dann selbst seinen Weg irgendwie finden, ne? Richtig, vor allen Dingen frag doch, nimm doch deinen Körper dazu, frag doch deinen Körper, tatsächlich. Was hättest du denn gerne, worauf hast du denn mal Hunger, mal die Augen schließen, und vielleicht kommt nicht sofort eine Antwort, dann warte, ist noch nicht, dann warte einen Moment, trink einen Schluck, aber frag den, nimm den ruhig mal dazu, und da kommen dann schon die Impulse oder die Gedanken, oh, und darauf habe ich Hunger, dann ist das, verrückt, vielleicht ist das was ganz Komisches morgens, was gar nicht geht, aber ist egal, erlaub es dir. Ja, und wenig Zutaten, ne? Was so, wenn du so die Zutatenliste anguckst, ne? Diese, dass die nicht zu lang ist, also schon klare Geschichten. Cool, danke dir für die Tipps. Ja, gerne. Voll schön. Von deinem Weg, den du jetzt so zurückgelegt hast, hast du da auch so deine wichtigsten Erkenntnisse, die du mal mit uns teilen möchtest? Oh, das ist so eine schöne Frage und für mich ist sehr, sehr persönlich. Ich kann
ich spreche dann wirklich aus meinem Tiefsten heraus, weil ich liebe das so, so sehr, dass mit dir selbst in Kontakt zu sein, das ist so mega. Also ich kriege schon wieder Gänsehaut, weil das ist, das wünsche ich jedem. Und das macht das, dass ich das anbiete, dass ich da sage, ey, komm zu mir oder mach oder geh zu jemandem an, ist egal. Ne? Du findest schon jemanden, aber mach was, es lohnt sich. Es lohnt sich, diesen Schritt zu gehen, für sich zu gehen, sich zu spüren, sich zu, ja, mit sich im Kontakt zu sein, ja. Und ich liebe das, dass ich war sehr abhängig von außen. Das heißt, wie soll ich das sagen, abhängig von außen, also von meiner nicht Laune her, sondern von meiner Stimmung her. Ne? Wenn jemand sauer war, zum Beispiel auf mich, hatte ich Schwierigkeiten, konnte ich kaum aushalten. Oder ich musste immer ja, geliebt sein, ne? Also auch beliebt sein. Es wurde so erzogen, ne? Sei brav, sei lieb. Und ich habe das so viele Jahre auch so, ich war immer freundlich, auch wenn mir nicht innerlich danach war. Ich konnte wenig Nein sagen, so diese Geschichten, also da mal auf sich zu achten und da kann jetzt jemand sauer sein, macht mir immer, finde ich immer noch nicht schön jetzt so, aber ist jetzt nicht so, dass mich das wirklich runterzieht. Ne? Das gefällt mir total, dass ich das in der Hand habe, wie ich mich fühle, genau, das ist der Punkt. In jeder Zeit. Und dass du Probleme hast und aus der Kindheit oder aus vergangenen Leben oder, das haben wir alle. Aber in hier und jetzt entscheide ich, will ich da jetzt so reintauchen, will ich das gefühlsmäßig jetzt weitermachen und ich erzähle das so kurz. Das ist auch ein Weg, kann ganz schnell gehen, kann aber auch einen Moment dauern oder immer wieder kommen ja auch Sachen hoch. Wir sind so, wie gesagt, sind so facettenreich. Wir haben so viel erlebt und schon vor unserer Geburt, ich glaube da so fest dran, sind wir geprägt und während auch im Bauch der Mutter bekommen wir schon so viel mit, was sich im Hier und Jetzt zeigt, was wir nicht zuordnen können. Aber das ist alles lösbar und das finde ich so mega. Mein Arm ist unter Strom, ne? Den rechten Arm habe ich voll Gänsehaut. Ja, das ist so, das liebe ich, das ist so mega, das ist so, sich lohnt, für sich selbst zu gehen, für seine Herzensgeschichten. Und das sieht für jeden anders aus und das ist spannend, sich selber so kennenzulernen, sich zu lieben und oh, kann gar nicht aufhören. Ja, das ja, du hast ja jetzt deine Herzensgeschichte gefunden, ne? Dein Herzensbusiness. Was ist das und was machst du? Ja, ich begleite jetzt junge Frauen, sensible Frauen, weil ich war so auch so sensibel. Ich war ja immer so, die Welt war mir zu hart, ne? So, ich kam nicht so ganz klar. Ich war auch jetzt nicht so eine, so eine Gewiefte, die sich da so durchmogeln kann. Ne? Ich war, keine Ahnung, mir war das alles zu viel außen, also das die Berufswelt auch und ja, manche Menschen haben mir Angst gemacht. Ich hatte lange Jahre richtig Angst vor linken Menschen. Also ich habe das auch immer gefühlt, da stimmt was nicht. Ne? Ich kenne auch viel Mobbing und da habe ich Angst vor gehabt. Richtige Ängste. Ne? Ich konnte mit diesen Menschen, ich wurde immer lieber, also voll genau so ein richtiges Opfer. Ne? Ich wurde immer lieber, damit die mich in Ruhe lassen und die kamen immer mehr. Das ist so typisch. Dieses typische Verhalten. Und irgendwann wusste ich das, aber ich konnte nicht anders, weil ich wusste überhaupt nicht, damit umzugehen. Ich wurde so emotional und ich konnte nicht verstehen, wieso man mich nicht mag. Ne? So. Heute lache ich. Also, wie kann man mich nicht mögen? Im Gegenteil, wie kann man mich noch morden? Mich, ich bin so lieb und so nett. Naja. Und ich unterstütze als sensible Frauen, die ein bisschen Schwierigkeiten haben da draußen, sage ich mal, in Kurzform. Die sich auch sehr über das Äußere definieren und die abhängig sind
wie es ihm geht innerlich, was außen passiert, ob einer wütend ist oder ob nicht, oder ob gerade was gut läuft, ob das Leben gerade gut läuft oder nicht. Ne? Wir haben ja, jeder hat ja auch so manchmal, passieren ja auch Dinge, die man, so ungeplante Sachen, damit klarzukommen. Und ja, ein Stück weit möchte ich diese Frauen begleiten oder begleite diese Frauen, dass sie wirklich aus sich heraus so ein Selbstvertrauen gewinnen, ein Selbstbewusstsein, die Selbstliebe entwickeln. Und wer möchte, auch natürlich beruflich, aber da ist jetzt nicht so der Hauptnerv. Das entwickelt sich dann auch. Mhm. Ich sage immer, das Herzensbusiness findest du nicht aus dem Verstand heraus und du kannst dir nichts überlegen. Das entwickelt sich aus dem Herzen und deshalb ist es wichtig, sich selbst richtig gut kennenzulernen. Und Ja. Das war bei dir wahrscheinlich dann auch genauso, ne? Weil ich, wenn du das jetzt so erzählst, ich habe so das Gefühl, hier ist irgendwie so Stopp gewesen. Also ich war nur so verkopft die ganzen Jahre. Und das hier unten habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich sage immer so, dazwischen war das bei mir. Ja, so der Bauch. Ja, genau. Ich habe aber auch viele Jahre bis zu meinem 30. oder so, ich habe einfach gemacht. Ich war, wie gesagt, nicht reflektiert. Und ich war halt so erzogen, immer lieb zu sein. Aber mir ging es immer schlechter, immer schlechter. Ich war auch oft grundlos traurig. Das ist auch so eine Sache. Ich wusste nicht, warum. Dann habe ich geheult. Ich konnte das alles nicht. Ich war nicht so der rationelle Typ. Ich habe immer nur gefühlt. Und irgendwann habe ich mich kontrolliert. Ne, so habe ich vielleicht hier und da nichts mehr gesagt, weil ich gedacht habe, nee, kannst du nicht. Und dann wurde ich immer kontrolliert habe. Aber das ist es auch nicht. Mhm. Ne, wenn du dich so zurücknimmst und kontrollierter wirst, das war es dann auch nicht. Mhm. Mhm. Aber das fing erst ganz später an, so ab Mitte 30, dieses Kontrollierte. Mhm. So ein super Beispiel auch, dass man auch mit 50 noch was anderes machen kann, ne? Ja. Und ich freue mich immer und ich bin auch immer so perplex, dass man mir sagt, oh Sarah, bist du dich traust? Habe ich letztens noch jemanden getroffen, eine Freundin aus früheren Zeiten, sagt sie, das habe ich immer bewundert. Du bist mit 30, bist, hast du gesagt, tschüss zur Bank. Und ja, und jetzt mit 50, ich habe wirklich wieder alles umgekrempelt. Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass sich das lohnt, für sich zu gehen. Ich habe bei null angefangen und ich lasse mir nicht einreden, dass es schwierig ist mit 50. Denn wenn ich mir sage, es ist schwierig, klar wird es dann schwierig. Hm. Und was dann passiert, da passiert Magie. Auf einmal gehen Türen auf. Und diese Geschichten habe ich immer gehört, dann habe ich immer gewundert und gedacht, oh, wie schön, was ist das? Also ich konnte damit gar nichts anfangen. Und das ist auch schwierig, ich rede da auch gar nicht so wirklich, aber es ist wirklich magisch. Wenn du dich hingibst im Leben, wenn du sagst, alles ist in Ordnung, wie es ist. Du bist perfekt, wie du bist und ich bin perfekt, wie ich bin. Und ich nicht das bewerte, ne? Wenn ich nicht sage, mal, was macht der da oder wie da. Nein, das ist jedem überlassen. Ich bewerte das nicht. Ich kümmere mich gar nicht um die Angelegenheiten anderer. Und ich liebe das Leben. Wenn du anfängst, diese Sätze, dass die so in dich übergehen oder in dein Leben, dann passiert Magie. Mhm. Die Türen auf, wo du denkst, wow. Ein Beispiel ist, ich musste ausziehen. Ich sage das jetzt offen. Ich habe mich getrennt und ich musste ausziehen und ich wusste nicht, wie. Ich hatte mein Business angefangen und ich stand richtig am Anfang und ich hatte den Job gekündigt und ja, wie soll ich jetzt ausziehen? Ich kann gar keine Miete zahlen. Wann? Ne? So. Ja, und dann kam das Geschenk. Dann kam ein Geschenk. Und ganz von jetzt auf gleich. Dass ich nie frei wohnen durfte. Mir wurde ein Angebot gemacht, das ja, übergangsweise gerne macht das, kommt sie ein. Mega. Ja, das sind so, ja, und ich war so dankbar. Das ist nur ein Beispiel. Also da passieren verrückte Sachen. Voll schön. Das lohnt sich. Ja. Für jeden, sich auf den Weg zu machen, wirklich. Mhm. Und diese Angst,
ist da, die darf auch da sein, ne, diese Schritte zu machen. Deshalb ist es so wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der schon vorgegangen ist und auch ein Herzensmensch. Also ich, meine Teilnehmerinnen sind alles meine Herzensmenschen. Ne? Also ich mache das, wir lernen uns kennen in einem Erstgespräch und ja, dann entscheidet sich das, ob wir gemeinsam gehen wollen. Also nicht sie entscheidet das auch, also natürlich auch, aber auch ich, ob das passt. Und es ist sehr eng und es ist sehr persönlich teilweise. Natürlich jeder so, wie weit er gehen möchte, aber ja. Voll schön. Ja, ist auch. Du hast ja auch eine Facebook-Gruppe, wo die Leute dann dazu stoßen können, oder? Ja, ich habe diese Gruppe gegründet, um dass man mich zum einen kennenlernt und auch ja, einfach zu motivieren. Ich gebe da kostenlosen Input, Content, dass du ja, Anstöße. Ja, ist einfach so eine Wohlfühlgruppe auch. Die packe ich unten in die Beschreibung dann noch mit rein. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und die Leute sich dann darüber mit dir in Kontakt setzen. Ja, es ist eine reine Frauengruppe. Ich habe mich auf Frauen spezialisiert, hatte ich auch eben schon erwähnt. Und ja, ich freue mich sehr. Ja, cool. Ja, und der Workshop, der findet jetzt Ende Mai statt, 31.05. Aber die Infos bekommt man dann auch über die Gruppe oder über mein Profil, die auch in immer. Ja. Ja, schön. Dann habe ich noch eine Frage an dich. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt hier zuguckt und der halt irgendwie auch erkrankt ist, vielleicht auch Bulimie hat? Welchen Rat würdest du dem geben, wenn der jetzt irgendwie zweifelt und denkt, ach, das schaffe ich nie? Und ja, bei den Krankheiten, es geht ja nicht nur um Bulimie. Und ich bin natürlich kein Arzt oder ich mache auch keine Heilversprechen. Und ich kann nur sagen, was ich ganz stark auch fühle und auch Erfahrungsberichte, was ich so mitbekomme. Es ist immer in Ordnung, ganz wichtig, zum Arzt zu gehen, das mit abzuchecken oder abzusegnen. Und aber ganz, ganz wichtig, und das ist mehr als 50% macht es das aus oder viel, oder fast alles, aber dass du daran glaubst, also das ist immer eine, also dass du den Körper aktivieren kannst, diese Selbstaktivierung, Selbstheilungskräfte aktivieren, so dass das möglich ist. Und da habe ich jetzt so viele, ist mir da auch begegnet, Menschen, die das gemacht haben, natürlich nicht in einer Woche oder von jetzt auf gleich, aber dieser Weg zu sich selbst, weil die Krankheiten sind nichts anderes, als das sagt der Robert Betz auch immer, ne? Das sind das ist die leise Stimme der Seele, die sich über den Körper ausdrückt. Und wenn du da mal hinhörst oder dich erstmal entscheidest, ne, viele, ja wie, ich höre jetzt hin, ich höre doch nichts. So, ich verstehe das, weil ich habe da auch gestanden und habe gedacht, oh, keiner sagt mir was, ich höre nichts. Ich hatte keinen Kontakt zu mir. Aber erstmal die Entscheidung zu sagen, ich mache mich auf den Weg und ich werde dahin kommen, dass ich immer mehr meine Seele höre oder mich höre oder immer mehr das im Raum findet in meinem Leben. Also gib nicht auf. Die Menschen finden sich. Also mit dieser Entscheidung zu sagen, ich werde heil, ich glaube daran. Ich weiß zwar heute und jetzt nicht wie, aber ich glaube ganz fest daran. Und dann loslassen. Und schon allein diese Entscheidung, warte ab, da kommt auf einmal, da klopft auf einmal auf Facebook eine Nachricht auf. Also, ne, man scrollt ja immer so und dann hast du auf einmal irgendjemanden da vor der Nase oder eine Anfrage kommt, die passt genau zu dir oder ein Buch fällt dir in die Hände. Ach, ich weiß nicht, oder ein Mensch begegnet dir, was auch immer. Achte so auf die Zeichen und erwarte sie auch. Also ich, so, dass die Reise beginnt so ins Innere und ja, es geht. Es ist auf jeden Fall möglich. Mhm. Ich habe, es ist ja nicht nur die Bulimie bei mir gewesen, es sind ja auch der Nacken, der Verschleiß, der mir diagnostiziert wurde. Das ist mal, das
das ist immer so nebenbei. Wir haben ja alle mal hier und da was. Ich habe mit Magenprobleme gehabt oder mit dem Darm. Ich habe 10 Jahre mit der Leiste Probleme gehabt. Und jede Krankheit steht für etwas. Und ich habe da so ein schönes Buch, also da arbeite ich auch immer mit, nicht hauptsächlich, aber da gucken wir immer mal nach, was das bedeutet, was das für eine Botschaft sein kann und passt das gerade zu mir, stimmt das? Und das sind so kleine Unterstützungen, die man haben kann. Und mach dich auf den Weg und achte auf dich. Und das ist weg bei mir. Wahnsinn. Ja. Das ist weg. Ja, da gibt's, klar kann man sich auch Unterstützung nehmen, ob du jetzt, Bewegung ist wichtig, ne, von außen, ich liebe Yoga, diese Dehnübungen, die bringen es gerade in meinem Alter, sag ich mal. Und auch mit den frühen Wechseljahren, mir wollten sie Hormone geben, weil das so früh war, wegen Osteoporose. Wow, ich war geschockt, ich war im Stress, ich sag, ja, aber dann, was ist denn dann, wenn ich die nehme? Ja, dann kriegen sie wieder ihre Tage. Und ich hatte sie 4 Jahre schon nicht mehr. Ich kann doch nicht 4 Jahre in der Menopause sein. Nehme Hormone und dann habe ich wieder, und dann fange ich wieder von vorne an mit den Wechseljahren. Ich war ja schon fast durch. Ich bin durch mit 50. Hat sich erledigt, Wechseljahre. Ja, also Sachen, also die Angst auch mal loszulassen. Und dann war ich auch bei einem Heilpraktiker. Also man kann sich schon Unterstützung holen, aber die Reise nach innen nebenbei immer. Und irgendwann ist es nicht mehr nebenbei und dann machst du es nur noch. Und du weißt, das ist eine Geschichte, die du dir erzählst, dass du nie wieder heil werden kannst oder dass es da gar keine Lösungen gibt. Und es gibt so viel. Also wenn ich mich auf den Weg gemacht habe, erst dann sieht man, wow, was es hier alles gibt an Möglichkeiten. Da kann sich jeder was aussuchen, was ihm gerade gefällt. Und wenn es nicht der Weg ist, dann sucht man sich einen neuen Weg. Ne? Das ist immer. Ja, aber da darf man auch ein bisschen aufpassen, sich nicht zu viel im Außen verlieren. Ne? Also nicht hinterherrennen. Ich habe das ernst gemeint. Die Sachen kommen auf dich. Das Passende findet dich. Menschen finden sich, also du musst nicht suchen. Nur die Entscheidung zu sagen, ich kümmere mich drum, ich übernehme die Verantwortung für mich, ich werde immer heiler, ich kümmere mich drum. Was die Frage zu stellen, auch ins Universum oder in den Raum oder ja, zu fragen, was brauche ich jetzt? Was braucht es jetzt, damit ich auch mich auf den Weg machen kann, damit ich immer heiler werde? Und Abwarten, einfach mal beobachten. Ja, aber man muss ja schon was machen. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt auf der Couch liege und mir das sage, da passiert ja nichts. Also nein. Man muss ja schon irgendwie dann im Internet irgendwie surfen oder ein Buch lesen oder irgendwie so. Ne? Ja, aber welches Buch denn, wenn du doch noch gar nicht weißt? Aber du gehst ja raus, du gehst ja, weiß ich nicht, mal achte einfach. Das kann ein Mensch sein, der dir was sagt oder was empfiehlt. So aus dem Nichts. Klar, du kannst auch mal scrollen oder mal im Internet suchen, kann man auch. Ja, irgendwie die Wege finden sich dann. Irgendwas, also das sind so Impulse. Abwarten, das kommt dann. Ich habe zum Beispiel, das ist jetzt, hat jetzt mit Krankheit nichts zu tun, aber das ist so, hat was jetzt mit Job zu tun. Das sind aber auch so Impulse. Da wollte ich einen Nebenjob. Ich gedacht, so, brauchst du irgendwie einen Nebenjob? Was würde ich denn gerne machen? Auch habe ich gedacht, so irgendwas mit älteren Menschen vielleicht. So, keine Ahnung. Und dann habe ich so überlegt, bei Facebook mal zu gucken oder überhaupt mal in diesen Plattformen zu gucken. Und dann hatte ich auf einmal so den Impuls, guck in die Zeitung. Und dieser Gedanke kam immer wieder. Also achte so auf die Gedanken, die immer wieder kommen. So in die Zeitung. Oh, ich musste in die Zeitung gucken. Ich weiß nicht, war so, ich bin dann nach Hause, ich denke, okay, ich gucke jetzt einfach in die Zeitung und ich schwöre dir, da war das Erste, was ich unter Nebenjob gelesen habe,
Alltagsbetreuung für Senioren. Da habe ich gedacht, das ist ja interessant, ruf mal da an. Und das hat geklappt, das hat sich ergeben und so ist das. Ne? Da kommen dann Impulse, wir sagen Gedanken und dann ignorierst du das, aber dieser Gedanke lässt sich nicht los, der kommt immer wieder, folge dem. Zum Beispiel. Als Beispiel. Ja, cooles viele Beispiel. Sachen. Das Leben ist interessant. Ja, echt. Am besten hältst du mal die Luft an und hörst mal oder guckst mal. Also ich spiele damit dann natürlich auch. Ja, ich spiele auch gerne. Ich freue mich immer. Ich erwarte auch Magie. Ja, voll schön. Hast du noch was auf dem Herzen, was du den Zuschauern mitgeben möchtest? Wow, jetzt haben wir wirklich so lange, ich habe einiges gesagt, was mir auch wichtig war. Ja, ich habe wirklich, und also das Allerwichtigste ist die Selbstliebe und auch wenn die Angst da ist, auch wenn immer der Verstand sagt, ach nee, das ist schon in Ordnung, so wie es ist. Ne? Klar ist das erstmal alles in Ordnung, wie es ist, aber wenn da die Stimme da ist, doch mal zu folgen und die mal hinterher zu gehen. Und, also das ist mega. Es ist nicht immer schön, wenn man sich selber wahrnimmt und auch mal ehrlich mit sich ist, das auch auszuhalten. Aber es ist einfacher, als über Jahre hinweg die Stimme zu ignorieren. Das ist das, was wo dann wir alle sagen, ja, ab dem Alter, ja, ab dann wirst du krank, ne? Im Alter kommen die Wehwehchen. Ja, aber warum? Das ist auch eine Lüge. Das muss gar nicht. Ne? Also erstens glaube ich das nicht, dass im Alter dies oder jenes kommt. Und zweitens, ja, warum? Wenn du über Jahrzehnte nicht auf deinen Körper hörst, nicht auf deine, auf dein Wohlbefinden, auf deine Seele hörst, ja, irgendwann ist es vorbei. Irgendwann geht es nicht weiter. So. Es lohnt sich. Ja, es lohnt sich. Macht euch auf den Weg, macht dich auf den Weg, wie auch immer. Ja. Super, super, super. Ich danke dir, liebe Serap. Ja, danke dir. Danke dir. War sehr schön, mit dir zu sprechen und ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Ja, ich dir auch. Danke. Und bis bald. Bis bald, danke dir. Ja, bis dann. Ciao.